Wir wenden uns dem Pattern Matching zu, einem besonderen und fundamentalen Feature in Lambda M. Was ist Pattern Matching, Herr Fahr? Pattern Matching ist im Prinzip die Möglichkeit, einen Wert anhand seiner Struktur auseinanderzulegen und gewisse Teilwerte eben an zum Beispiel Namen zu binden. Also wir haben noch mal kurz zur Erinnerung, wir haben ja entweder, wie soll ich es gerade mal nennen, primitive Daten, wie Zahlen, Character, und alle anderen sind zusammengesetzte Daten, die wir mit diesen Datenkonstruktoren eingeführt haben. Genau. Und darum Pattern Matching, also entweder matche ich auf einen primitiven Wert oder auf eine Datenstruktur, auf die ich etwas, aus der ich etwas, also Matching ist doch immer ein Dekonstruieren, richtig? Genau. Ich will etwas rausziehen aus der Datenstruktur. Ich dekonstruiere im Prinzip den Wert mit Hilfe von einem Muster und binde dann, muss ich nicht, aber kann ich, binde Werte dann an einen Namen. Mhm. So haben wir gerade oben in Zeile 2, da sehen wir ein, jetzt muss ich wieder aufpassen, das war ein Tupel, ne? Genau. Nicht eine Liste. Ein Tupel mit den Elementen 1, 2, das ist mein Datum, wo wir jetzt ja alle wissen, da gibt es eigentlich im Hintergrund so eine Tupel-Datenkonstruktor, Tupel 2 und dann 1, Tupel sowieso, ne? Nee, Tupel 2 und dann die zwei Werte dazu. Und jetzt kommt der Matcher. Genau, was man hier sieht, kurz allgemein, sind die drei Formen von Pattern Match, die es überhaupt gibt, die wir auch alle im ersten Video schon so gesehen haben. Und hier matchen wir jetzt direkt mit den nachfolgenden Mustern, die hier in diesen geschweiften Klammern stehen, matchen wir auf dieses Zweitupel bestehend aus den Werten 1 und 2. Und das einzige Muster, was wir jetzt hier im Prinzip haben, ist das hier, nämlich dekonstruieren wir da dieses Zweitupel in die zwei Bestandteile mit der Besonderheit, hier ist jetzt an beiden Stellen der gleiche Name verwendet worden. Das heißt, das Muster überprüft dann auch am Ende, dass im Prinzip der erste Wert und der zweite Wert des Tupels gleich sind. Also hier wird direkt auch eine Überprüfung gemacht. Nicht nur der Wert wird an den Namen gebunden, sondern auch es wird auch überprüft, dass die Werte an beiden Stellen dieselben sind, beziehungsweise die gleichen. Und dann wird dieser Wert einfach zurückgegeben. Das heißt, so wie wir das jetzt hier sehen, würde das gar nicht funktionieren, wenn ich es ausführen wollte. Denn 1 und 2 sind nicht gleich. Das heißt, dieser Match wird mit einer Laufzeitausnahme fehlschlagen. Mit der Fehlermeldung in etwa, dass kein passendes Muster gefunden wurde, weil eben 1 nicht gleich 2 ist. Ich würde an Ihrer Beschreibung nur ein bisschen die Logik umdrehen, weil 1 und 2, das Tupel ist gegeben. Das klang gerade so, der ist da oben, ist falsch. Und der Match, der es dann versucht, mit der Struktur x, x zu zerlegen, der wird fehlschlagen, weil er eine Erwartung hat an das Tupel, was es nicht erfüllen wird. Genau. Ne? Das könnten wir beispielsweise beheben, indem wir hier unterschiedliche Namen dem Ganzen geben, dann würde das funktionieren. Wollen wir das mal gerade auf der Konsole sehen, den Fall, wo es fehlschlägt, wo es nicht funktioniert? Genau. Ich mache das gerade mal einzeilig, da die Konsole keine mehrzeiligen Eingaben kann, und kopiere das mal. Und wenn wir das jetzt ausführen, kommt es zu einer Fehlermeldung, dass eben dieser Wert, auf den wir hier matchen, dass für den eben kein passendes Pattern gefunden wurde. Also der Evaluator meckert da und sagt, dass dieser ganze Match-Ausdruck nicht erschöpfend ist. Dass es also anscheinend einen Wert gibt, für den dieser Match hier nicht definiert ist. Wir könnten jetzt aber dieses Case, ein weiteres Case hinzufügen, wo wir dann sagen, XY, also wären beide gleich, würden wir den ersten Wert zurückgeben. Sind sie nicht gleich, werden wir den zweiten Wert zurückgeben. Genau, das können wir mal machen. Da können wir auch diese Unterstrichschreibweise verwenden, da uns ja dann der erste Wert nicht mehr interessiert. Denn sie sind ja nicht gleich, also interessieren wir uns nur für den zweiten. Und wenn wir das jetzt ausführen, kriegen wir die 2 zurück. Wir hätten da oben im zweiten Case natürlich auch wieder ein X hinschreiben können. Das macht einen ganz neuen Bindungskontext wieder auf. Das ist nur fürs Auge besser, wenn man das Y nimmt. Genau. Es hilft manchmal auch einfach, wenn man weiß, gut, das X wird hier definitiv nicht mehr verwendet. Gerade wenn der Ausdruck ein bisschen größer ist, weil er hier auch nie an irgendeinen Namen gebunden wurde. Also das X existiert hier gar nicht.
Gibt es beim Match auch so einen Durchfall-Case, wenn man sagt, all die oberen haben es nicht getan? Ja, also Muster sind ja induktiv definiert. Das heißt, wenn ich irgendwo in einem Muster einen Unterstrich verwenden kann, kann ich natürlich genauso gut sagen, mein ganzes Muster ist mir egal. Das ist irgendein Wert. Das heißt, jeder Wert wird auf dieses Muster passen. Dann könnte ich also auch sowas wie Case X und mir das ganze Muster wieder zurückgeben, was ich gefunden habe. Genau, wenn einen der Wert interessiert, könnte man ihn hier auch zurückgeben. Aha. Das können wir auch gerade mal ausführen. Ich lösche mal den Fall, denn er versucht das natürlich in dem Fall jetzt von links nach rechts, beziehungsweise von oben nach unten. Würde zum letzten Fall gar nicht kommen, in dem Beispiel eben. Und da kriegen wir den Wert, also das Tupel, jetzt einfach so zurück. Jo. Das heißt, mit Match können wir beliebig viele Cases machen, um uns den Wert zu dekonstruieren. Bei dem zweiten und dritten Möglichkeit des Pattern Matchings ist das nicht so der Fall, in Zeile 4 und 6. Genau, hier handelt es sich auf der linken Seite auch wieder um ein Muster, genauso wie wir es hier oben schon hatten. Mit dem Unterschied, dass ich in einem Let-Konstrukt nicht die Möglichkeit habe, hier mehrere Muster zu definieren. Also ich habe keine Möglichkeit zu sagen, wenn beide Werte gleich sind, die ich hier zuweise, dann binde es an den Namen X und ansonsten binde es an was anderes. Das geht hier nicht. Genauso wenig wie hier bei Funktion. Auch da kann auf der linken Seite, wo man den Parameter normalerweise einführen würde, kann ein beliebiges Muster stehen. Und auch hier wird dann der Wert eben dekonstruiert und das ist jetzt im Prinzip eine partielle Funktion, die funktioniert nämlich nur für zwei Tupel, wo die Werte in dem Zweitupel gleich sind. Dann sollte ich also in diesem Fall hier, wo diese Funktion angewendet wird, auf 1, 2 auch wieder die gleiche Fehlermeldung von vorhin bekommen. Genau, es kann sein, je nachdem in welcher Reihenfolge der Evaluator da durchgeht, dass die Fehlermeldung ein bisschen anders aussieht. Genau, hier wird sich nämlich nicht beschwert, dass das Pattern nicht erschöpfend für 1, 2 ist, sondern nur für 2. Da an einer anderen Stelle eben diese Fehlermeldung wirft und gerade am Vergleichen war. Denn beim Match versucht er ja immer dann nochmal einen nächsten Fall. Das heißt, das Pattern trifft ja nicht zu und wenn ich das lösche, wird der Evaluator keinen weiteren Case finden und wird dann sich über diesen Wert beschweren. Wohingegen hier wirklich während des Pattern-Matchens schon ein Fehler auftritt. Also quasi. Also er versucht die 1 zu binden und stellt dann später fest, dass die 2 nicht funktionieren kann. Genau. Also es hat einfach was mit dem Zeitpunkt zu tun, wo der Evaluator sich gerade befindet. Es gibt es noch etwas, wieder eine Besonderheit, die Sie eingebaut haben. Das sind auch rekursive Pattern-Matches. Genau. Da müssen wir das Beispiel mal dahin schreiben. Das mache ich gerade mal. Also auch wieder hier ein Let, auf der linken Seite ein Pattern, in dem Fall auch wieder ein Zweitupel, wobei wir den ersten Wert an f binden und den zweiten an x. Und dann müssen wir dem Ganzen natürlich auch ein Zweitupel zuweisen. Geben wir ihm zum Beispiel mal eine Funktion, die ein beliebiges Argument n annimmt und dann die Funktion f wieder auf sich selbst, also mit dem gleichen Argument wieder darauf anwendet. Und genau. Jetzt fehlt noch das zweite Argument des Zweitupels, zum Beispiel eine 42. Ich muss kurz innehalten, genau. Jetzt sieht man auf der linken Seite von dem Gleich das Let mit den zwei Argumenten, das Tupel. Auf der rechten Seite auch die zwei Argumente mit dem Tupel. Und jetzt könnte man noch innerhalb eines Kontextes, also in f von x haben Sie geschrieben in dem Beispiel. Sollen wir das gerade noch? Genau, könnte ich jetzt ergänzen. Diese x ist ja jetzt eine 42, das sieht man hier. Und f ist eine Funktion, die wird nicht terminieren, das ist aber für das Beispiel jetzt auch irrelevant. Wichtig ist, es ist eine Funktion und die kann ich auf eine 42 anwenden. Was ist jetzt das Problem? Was macht das hier rekursiv? Das sieht doch erstmal so aus, ist doch alles gar kein Big Deal. Genau. Wir können f an die Funktion binden, x an die 42, fertig. Genau, das klingt erstmal, als dürfte es kein Problem geben. Allerdings, wenn man sowas mal selber implementiert hat, wird man da schnell auf ein Problem stoßen. Nämlich, um f überhaupt an die Funktion binden zu können, brauche ich ja erstmal den Wert auf der rechten Seite, damit ich überhaupt diesen Wert mit dem Muster auf der linken Seite abgleichen kann. Das heißt, wenn man das jetzt erstmal straightforward versucht zu implementieren, wird man
den rechten Wert, also die rechte Seite zuerst evaluieren wollen, wird dann aber ganz schnell darauf stoßen, dass hier f noch gar nicht vorhanden ist. Also wir müssen, vielleicht ist der entscheidende Punkt an der Stelle, gerade damit man die Schwierigkeit versteht, genauso wie x der 42 zugewiesen wird, es wird erstmal evaluiert in dem Tupel. Ne? Sonst können wir ja, also das heißt, dem f soll ein evaluierter linker Tupelwert zugeordnet werden. Und jetzt müssen wir erstmal auf die Reihe kriegen, dass wir nicht evaluieren können. Genau, weil wir müssten ja erst das Tupel evaluieren, damit wir diesen Wert für das f überhaupt haben, nämlich diese Funktion, die ich jetzt markiert habe. Damit wir die aber vernünftig evaluieren können, müssen wir schon wissen, was f ist. Denn sonst, das haben wir auch im zweiten Video schon gesehen, hätte diese Funktion hier den Kontext nicht, beziehungsweise nicht den richtigen Kontext. Denn wenn das f noch nicht bekannt ist, würde diese Funktion in einem Kontext ausgewertet werden in der Zukunft, wo noch kein f drin eingetragen ist. Mhm. Das heißt, wir müssten eigentlich erst das Pattern anschauen, damit wir überhaupt wissen, was f ist. Und da kommen wir ja wieder an diese Zwickmühle. Um das Pattern eben mit dem Wert abzugleichen, brauchen wir erst den Wert. Das heißt, da haben wir so ein Henne-Ei-Problem an der Stelle. Und um das zu lösen, bin ich jetzt auf die Idee gekommen, das Pattern in zwei Stufen zu analysieren. Das heißt, erst wird sich das Pattern angeschaut, alle Namen werden eingetragen in den Kontext mit einem Platzhalter. Das heißt, in Zukunft, da kommen diese Metavariablen, die wir im zweiten oder dritten Video gesehen haben, ins Spiel. Da wird erst so ein F in dem Kontext eingetragen mit einem Platzhalter. Und darauf folgend wird dann der Wert ausgerechnet auf der rechten Seite, dieses Zweituple. Nur existiert jetzt schon, wenn wir hier auf diese Funktion stoßen, ein Eintrag für F im Kontext. Und der Wert von F ist erstmal noch ein Platzhalter, soll uns aber weiter nicht stören. Wichtig ist nur, dass es existiert. Und wenn dieses Zweituple dann berechnet wurde und zurückkommt, können wir tatsächlich an den Namen F, was ja erstmal noch nur ein Platzhalter ist, können wir tatsächlich diesen Platzhalter ersetzen durch den Wert, nämlich die Funktion hier an der Stelle. Glaube ich, habe ich verstanden. Was uns auch noch entgegenkommt, ist, dass wir eine Lazy-Sprache haben, dass auch kein Druck entsteht, fn ausrechnen zu müssen. Genau, zumal noch dazu kommt, dass es eine Funktion ist. Das heißt, ohne ihr Argument wird sie ja sowieso nicht ihre Implementierung ausführen. So wie ich das jetzt erklärt habe, führt das aber zu dem Problem, dass wenn ich sowas schreibe, dass er erst den Namen A im Kontext eintragen wird, dann wird er die rechte Seite evaluieren wollen, wird A nachschlagen wollen. Da steht aber jetzt ein Platzhalter, wird diesen Platzhalter zurückgeben als Wert und wird den Platzhalter im Kontext mit diesem Platzhalter für das A verknüpfen. Das heißt im Prinzip, der Platzhalter von A enthält sich selbst. Das heißt, spätestens an dem Punkt, wo man hier hinten das A verwendet, lazy, das heißt, solange ich es nicht verwende, passiert auch nichts. Aber spätestens wenn ich es verwende, wird das Ganze zu einer nicht terminierenden Schleife übergehen, da er eben versucht, den Platzhalter auszupacken. Das wird ihm auch gelingen. Da drin steht wieder ein Platzhalter und das ist derselbe Platzhalter. Und das Spiel wird er so lange treiben, bis man das Programm eben abschießt. Heißt also, Sie haben Pattern Matching, was mit rekursiven Patterns umgehen kann. Aber den Bockmist, den ich damit machen kann, den verhindern Sie nicht. Genau. Das ist auch eigentlich ganz schön, denn das ist so ein bisschen angelehnt dann auch mehr in Richtung Mathematik, wie man das und nicht so, wie man das in imperativen Sprachen wie zum Beispiel C kennt. Hier ist wirklich dann eine Zuweisung, dass die beiden Seiten gleich sind. Das heißt, in der Mathematik würde es genauso wenig Sinn machen, zu sagen, x ist gleich x plus 1. Und genauso funktioniert hier a ist gleich a plus 1. Genau, hätten wir auch. Ja. Schön. Das war das zum Thema Pattern Matching, was sich auch abhebt. Also es gibt wenige Pattern Matcher, die so schön dieses Thema auch noch der Rekursion versuchen zu lösen, was aber Lambda M wieder sehr mächtig macht in seiner Ausdrucksform. Im nächsten, wollen Sie noch was? Sie wollten gerade anheben zu. Nee, alles Satz. Gut. Nein, alles gut. So, als nächstes werden wir uns schauen. Es gibt, wie man auf unserem Bildschirm immer sieht, links oben die Prelude. Und wir werden im nächsten Video uns anschauen, was in der Prelude schon alles definiert ist. Genau.